Die Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wird Ihnen präsentiert von Teddy, dem 1-Euro-Discounter. Hallo liebe Zuschauer, da sind wir wieder hier und haben hoffentlich jetzt wieder interessante Begegnungen für Sie zusammengestellt aus der Sporthalle Huckade. Ich habe es gerade schon gesagt, also gespielt wird ja in 5 Dortmunder Sporthallen, nicht nur in Huckade, sondern in der Sporthalle Nette, Brakel, Nord und Wellinghofen. Und wir konzentrieren uns jetzt auf die Gruppe 3 und 4. Und in der Gruppe 3 vertreten der SC Dorstfeld 09, SuS Özbel Klay und St. Antonia. Da muss man sagen, ist der Favorit der SC Dorstfeld 09 die Mannschaft aus der Bezirksliga. In der Gruppe 4 vertreten Westfalia Huckade, Grün-Weiß Klay, FC Sarajevo Bosna. Und da ist natürlich Westfalia Huckade auch heißer Kandidat, um eine Runde weiterzukommen. Wie die ersten 3 Spiele ausgegangen sind, zeigen wir Ihnen jetzt. Grün-Weiß Klay gegen Sarajevo Bosna. Grün-Weiß Klay in grün-weißer Spielkleidung von rechts nach links. Der A-Kreisligist brauchte 10 Sekunden. Da ging man mit 1:0 in Führung. Erfolgreich war die Nummer 5, Savos Kyzykos, nach 10 Sekunden, wie gerade schon gesagt. Der B-Kreisligist Sarajevo Bosna ist eigentlich für eine Überraschung gut. Wenn man die letzten Stadtmeisterschaften betrachtet, ist es oft gelungen, sich zu qualifizieren für die Spitzenbewegung. Ausgleich erzielte dann genau 40 Sekunden später Gotthard Dirwitz per Sparin. Das war natürlich ein Auftakt nach Maß. 450 Zuschauer in der Sporthalle Huckade hofften natürlich jetzt auf weitere Treffer in dieser Begegnung. Der A-Kreisligist in grüner Spielkleidung wollte ganz deutlich zeigen, wer hier den Ton angibt. 4 Minuten waren gespielt. Lukas Brügelmann war dann erfolgreich. Es heißt mittlerweile 2:1 für die Grün-Weißen. Und hier noch einmal die Wiederholung. Keine Abwehrmöglichkeit für den Keeper im Tor, Amer Zukanovic. Die Stimmung natürlich gut. Zahlreiche Zuschauer aus Dortmund Klay waren mit vor Ort und sie feuerten natürlich ihre Mannschaft kräftig an. Es gab gute Spielzüge zu sehen und reichlich Torraumszenen. Das kann ich schon vorwegnehmen. Und eine Riesenmöglichkeit jetzt hier wieder für die Grün-Weißen. Sarajevo Bosna. Und kein Problem, gut gehalten von Torhüter David Wismirski. Ja, bis zur Halbzeit also keine weiteren Treffer. 2:1 Führung weiterhin für die Grün-Weißen gegen Sarajevo. Und eine Riesenmöglichkeit, da muss er was raus machen. Und wieder klasse pariert vom Keeper im Tor von Grün-Weiß Klay. Ja, er machte seine Sache sehr gut, Wismirski. Und noch einmal hier die Wiederholung, eine tolle Reaktion. Und Grün-Weiß Klay. Klasse, und der Ball muss doch drin sein. Riesenmöglichkeit, schön vorgelegt von der Nummer 10, Patrick Luxiow. Und Sarajevo Bosna. Ja, gute Spielzüge und die Riesenmöglichkeit. Und da muss man noch mehr rausmachen. Was für Möglichkeiten waren hier vorhanden in dieser Begegnung. Noch einmal hier die Wiederholung. Und natürlich auch sehr gut wiederum gehalten vom Keeper im Tor der Grün-Weißen. Und die zahlreichen Fans aus Klay, sie waren natürlich total aus dem Häuschen. Klasse gehalten wieder. Was für Möglichkeiten für Sarajevo Bosna. Man versuchte ein Powerplay aufzuziehen. Und im Blickpunkt immer wiederum der sehr, sehr gute Torhüter. Die Zuschauer waren ziemlich nervös. Auch natürlich die Bank hier von Grün-Weiß Klay. Sollte man dieses Ergebnis über die Zeit bringen, das war natürlich wichtig. Denn Sarajevo versuchte mit Pauken und Trompeten jetzt den Treffer zu erzielen, den Ausgleich. Aber es gelang der Mannschaft nicht mehr. Entstand 2:1 für Grün-Weiß Klay. Ein wichtiger Sieg natürlich für die Grün-Weißen.
Und wir kommen zur Begegnung Sus Özbekley, Football Club St. Antonio. Der Sus Özbekley spielt ja in der Kreisliga A Gruppe 1 und der Football Club St. Antonio in der Kreisliga B Gruppe 4. Dort belegen sie zurzeit den 5. Tabellenplatz. Der Sus Özbekley in schwarzer Spielkleidung von rechts nach links. Mit in der Gruppe ist ja auch noch die Mannschaft vom SC Dorsfeld 09 und sie zählen ja zu den ganz großen Favoriten, wenn es um die Qualifikation geht zur Spitzenrunde hier in Hooker. Und die erste große Möglichkeit hier, klasse gemacht, da fehlte nicht viel für Football St. Antonio. Noch einmal die Wiederholung im Tor beim Sus Özbekley, Christoph Himer. Und für beide Mannschaften war es natürlich ganz wichtig, hier zu punkten. Denn man wusste, dass es gegen den SC Dorsfeld 09 doch sehr schwer würde. Schön gemacht, klasse. Und der Ball ist drin, das heißt 1:0 für den Sus Özbekley. Erfolgreich die Nummer 10, Kai Herrmann. Noch einmal die Wiederholung und da sieht der Keeper nicht gerade gut aus. Merzireira im Tor bei St. Antonio. Die über 400 Zuschauer in der Sporthalle Hukade warteten natürlich auf weitere Tore. Und im Blickpunkt des Geschehens die Keeper auf beiden Seiten, ob es nun im Tor St. Antonio oder im Tor des Özbekley war. Sie sorgten dafür, dass es keine Tore weiter gab. Halbzeitstand 1:0 für den Sus Özbekley. Und der A-Kreisligist Sus Özbekley musste doch nun mal versuchen, mehr Druck zu machen. Bis jetzt führte man nur mit 1:0 und dann ein böser Fehler. Das darf nicht passieren. Es heißt 1:1 erfolgreich. Morono Mazza in der 12. Minute. Ja, und es sah gar nicht schlecht aus für den Sus Özbekley. Noch einmal hier die Wiederholung. Also, da sieht auch der Keeper nicht gut aus. Er steht nicht gut hier, Christoph Himer. Also 1:1 in dieser Begegnung. Und die Mannschaft von St. Antonio witterte morgen. Schön gemacht und die ganz große Möglichkeit. Und dann gelingt es in der 14. Minute Nils Schulz das 2:1 zu erzielen. Und den Treffer können wir uns auch nochmal in der Wiederholung ansehen. Hier keine Abwehrchance für den Torhüter Masseraya im Tor von St. Antonio. Und nun lief es besser beim Sus. Und da ist der Ball ins Netz befördert. Es heißt mittlerweile 3:1 für den Sus Özbekley. Und Heiko Metzner war der erfolgreiche Schütze. Ja, St. Antonio musste nun versuchen, mehr Druck zu machen. Sonst wäre das Spiel jetzt schon entschieden gewesen. Also man bemühte sich auch und im Blickpunkt stand der Keeper nun von Sus Özbekley. Irgendwie kam die Mannschaft von St. Antonio nicht so richtig ins Spiel. Die Mannschaft von Sus Özbekley, sie griff frühzeitig an und sie erspielte sich weitere Torchancen. Klasse gemacht und kein Problem für die Nummer 9. Patrick Kuhlmann in der 19. Minute heißt es 4:1 für den Sus Özbekley. Schön natürlich auch vorgelegt von der Nummer 7. Stefan Richter.